Hi Leute, willkommen zurück zur Total War Liga der Let's Play WG mit einem weiteren Gefecht. Heute schauen wir uns mal an Chromio gegen Puma. Hier haben wir es. Ganz wichtig, kurz davor, morgen, also am Samstag, wird es ein Gefecht noch geben um 12 Uhr. Das Rickard gegen Tammer um 12 Uhr morgen. Und um 15 Uhr wird es mein Liga-Rückblicksvideo geben von dem zweiten Spieltag. Am Sonntag wird es um 12 Uhr das Liga-Tagebuch von Malegal bei uns auf dem Channel geben. Und um 15 Uhr das erste Gefecht des dritten Spieltages. Seid also da auf jeden Fall auch jedes Mal dabei. Und natürlich die nächsten Tage auch immer um 16 Uhr noch. Für Age Toad War mit den Hochelben. So, dann schauen wir uns das ganze Gefecht doch gleich mal an. Puma, Makedonien gegen Chromio, Karthago. Ihr erstes Gefecht haben beide verloren. Genau. Moment. Oder labere ich jetzt hier irgendeinen Scheiß? Also, Chromio hat einen Punkt gegen Inexon bekommen. Genau, und Puma einen Punkt gegen Tony Tiger. Das war ja ganz knapp und ganz blöd für Puma eigentlich, muss man sagen. Das war ja echt richtig bitter. So, dann schauen wir uns mal die beiden Armeen an. Ich fange mal mit Puma an, der hier Makedonien spielt. Seine Zweitfraktion ist normalerweise, sind die Arrivaci, die hat er beim letzten Mal gespielt. Also erstes Mal Makedonien hier. Hat hier zwei Einheiten Thorax-Pikemen, drei Einheiten Thorax-Pikemen, vier Einheiten Thorax-Pikemen. Hier drüben als General noch einen makedonische königliche Garde, also Schwertinfanterie, eine Einheit leichte Peltasten dabei und hier hinten im Wald versteckt zweimal Alexanders Stolz. So, die Armee von Chromio sehen wir noch gar nicht so sehr. Ich würde sagen, wir spulen erstmal gerade ein bisschen vor. Wäre also ganz cool, wenn jeweils der jetzt das Gefecht gewinnt. Der kann auf jeden Fall sich ins Mittelfeld des nach dem zweiten Spieltag setzen mit 4 Punkten. Wäre auf jeden Fall ganz cool und ganz wichtig, muss man sagen. Aber was ich hier mal fragen möchte an der Stelle, warum spielt man praktisch nur mit Piken? Das ist nicht so toll, wie man eigentlich meint. Also, das kann man relativ gut besiegen. Wir haben es gesehen bei Sven gegen Master KV, was passiert, was man mit Piken anfangen kann. Und ansonsten, ich weiß nicht. Ich bin zwar eigentlich schon ein ganzer Fan von Piken, aber trotzdem, ganz so toll ist es manchmal vielleicht auch nicht. Schauen wir uns mal Chromios Armee an. Wir haben hier noble Kavallerie, adlige Kavallerie. Hier haben wir Söldner numidische Kavallerie, das sind Speerwerferreiter. Haben dasselbe da drüben an der Flanke auch nochmal. Haben hier einmal Generalsleibwache und haben hier karthagische Infanterie, zwei Einheiten haben hier hinten afrikanische Pikenträger, ohne Piken momentan noch, und haben hier nochmal numidische Kavallerie, also relativ viele Speerwerferreiter. Woran das liegt, bin gespannt, warum er die eingesetzt hat. Ich denke, er geht davon aus, dass sein Gegner viel auf Speerträger, auf Piken geht. Da liegt er ja gar nicht mal so falsch, muss man sagen, an der Stelle. Meiner Meinung nach ist das Gefecht sehr interessant. Ah ja, hier kommt jetzt übrigens noch zum Vorschein nochmal eine Einheit Noble Kavallerie, also adlige Kavallerie. Find die Kombination recht interessant aus folgendem Grund. Man weiß, dass man gegen jemanden mit Speerträgern kämpfen wird. Ja, ich meine, Makedonien ist jetzt auch nicht so unrealistisch, dass der auf Piken oder auf Speerträger geht und nimmt trotzdem so viel Kavallerie mit. Wobei ich diese Speerwerfer-Reiterreihe hier eigentlich ganz cool finde. So, was ist jetzt hier passiert? Warum habe ich pausiert? Ganz einfach, die Bogenschützen sind hier rüber geritten, wollten hier rüber halt und jetzt kommt hier plötzlich Alexanders Pride, also Alexander Stolz, aus dem Gebüsch hier geritten und jetzt reitet er hier natürlich schnell weg, weil diese numidische Kavallerie hat dem im Nahkampf ja gar nichts dagegen zu bieten. So, jetzt hat er gedacht, komm, jetzt reite ich mal entgegen und werfe hier vielleicht einmal meine Speere. Hat aber dann doch nicht so geklappt. Jetzt zieht er sich hier lieber mal zurück, bevor es komplett nach hinten losgeht. Die Taktik von Puma finde ich auch ganz interessant. Er baut sich halt hier immer ein Quadrat auf, je nachdem,
Wenn dann irgendwie sich Gegner bewegen, ändert er als Quadrat oder ja, Quadrat nicht, aber seine Position hier, seine defensive Position. Map übrigens Bukhara. Manchmal vergesse ich die Map zu sagen. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ihr hier oben abstimmen könnt, bei wem ihr meint, wer gewinnt. Ja. Das passiert manchmal. So, was passiert jetzt hier? Alexander's Pride reitet hier rüber, kriegt einmal eine Ladung Speere ab. Jetzt greift er hier die noble Kavallerie an. Ist gar nicht so schlecht, weil das ist ja Schockkavallerie. Hier haben wir Nahkampfkavallerie gegen Schockkavallerie. Die makedonische ist einfach normale Nahkampfkavallerie. Und das ist eigentlich ganz vorteilhaft, gegen Schockkavallerie so zu kämpfen, wie er es hier gerade gemacht hat. Gegen die noble Kavallerie von Chromio. Jetzt zieht er sich zurück, hat hier jetzt irgendwie diese Keilformation gebildet, warum auch immer. Also so blöd war das gar nicht oder ist eigentlich gar nicht. Man sieht es auch hier, zwei Verluste, hier keiner. Obwohl ja eigentlich die schon auch von Speeren abgeworfen wurden, aber trotzdem noch kein Verlust. Interessant. So, ja, hier hat es jetzt gerade mit dem Rückzug irgendwie nicht so ganz durchschaut. Sollte froh sein, dass die afrikanischen Piken hier das gerade auch irgendwie verkackt haben. Ich hätte ja an seiner Stelle hier angegriffen. Hätte mit Sicherheit funktioniert, solange die einfach noch nicht die Piken in der Hand hatten. Diese Keilformation im Kampf gegen Kavallerie anwenden würde ich auch nicht unbedingt. Sieht er hier, scheiße, jetzt bin ich hier eingekesselt, jetzt kommen auch noch diese noblen Kavalleristen. Damit ist hat die Einheit hier echt Probleme jetzt. Wir fallen jetzt auch gerade einige der Reiter. Ist natürlich recht uncool. 74 Mann sind es jetzt noch. Sind das seine nächste Kavallerieeinheit und schickt die wo entgegen? Auch dieser noblen Kavallerie hier. Okay, oder doch nicht. Jetzt reitet er plötzlich hier in die Richtung von den Söldnersperrreitern hier. Speerwerferreitern. Irgendwie ein bisschen unorganisiert, wie ich finde. Hier an der Stelle kommt es jetzt zum Piken gegen Pikengefecht. Interessant. Kann man sich mal anschauen kurz. Was passiert hier mit der Kavallerie? Die eine Einheit kämpft hier, wird jetzt gerade vernichtet. Die andere Einheit ist hier. Ah ja, das sind die, wo als zweite sogar reingekommen sind. Hier kommt die andere Einheit Alexander's Pride. Aber die wurden auch wieder in ihrer komischen Keilformation abgehalten. Sind sogar, wie man sieht, vorne ein bisschen gepanzert, die Pferde. Gar nicht schlecht. Ja, ich würde jetzt hier mit den Piken, mit den Thorax-Pikemen vorziehen und hier der Kavallerie ein bisschen helfen oder irgendwas anderes machen. Was hier relativ cool ist, sind diese Speerwerfer, weil die helfen hier ganz gut mit. Ich meine, 150 gegen nur noch 133, das liegt nicht unbedingt an der Qualität der afrikanischen Piken, sondern vielmehr an diesen leichten Peltasten hier oben. So, Kavallerie befindet sich hier mittlerweile überall im Kampf. Und hier sieht man jetzt auch eine ganz schöne Sache, die Chromio hier macht. Und zwar schießt er jetzt hier oder wirft er jetzt besser gesagt mit seinen Piken auf, mit seinen Fernkampfreitern auf die Piken. Jetzt zieht er die Piken doch mal in dieses Kavalleriegefecht hier rein. Und hier wird man jetzt gleich einen ziemlichen Nachteil von Piken entdecken. Also das ist ja gar nicht mal so schlecht hier. Ich meine, wenn der so kämpft, passiert hier relativ wenig, gell? Aber und das ist natürlich auch schön, wenn die karthagische Infanterie genau auf die Pikenformation drauf rennt. Aber jetzt haben wir hier diese Speerwerferreiter hier im Rücken davon. Und sie können jetzt ohne Probleme diese leichten Peltasten hier angreifen. Okay, jetzt kommt hier diese Leibwache von Makedonien, die Leibwache von Puma. Aber trotzdem sind hier einige gestorben in den Reihen der leichten Peltasten und sie wurden zumindest auch mal noch am Schießen gestört. Die Kavallerie hier, die erste Alexander Stolz Kavallerie, ist vernichtet. Die zweite kämpft hier hinten gegen noble Kavallerie, aber auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Die Thorax Pikemen werden hier extrem auseinandergenommen von diesen Speerwerferreitern. So, jetzt kann er hier dasselbe wieder machen. Jetzt greift er hier gleich wieder an mit seinen Söldnern. Da sind bisher nur 7, 8 Mann jetzt gestorben.
Aber trotzdem, ja, und die Einheit ist natürlich so gut wie im Eimer. Ja, die sterben natürlich hier außerordentlich gut. Und was passiert hier jetzt? Jetzt kommt er hier mit 2 Einheiten Infanterie auf die Piken gestürmt. Ich verstehe nicht so ganz, warum man das macht, um ehrlich zu sein. Ich verstehe es einfach nicht, ja. Solche Leute, das sieht man morgen in dem Gefecht, das morgen ganz gut kommt. Ich finde, dieses Gefecht ins nächste ist nochmal so ein bisschen Kontrast im Umgang mit Speerträgern bzw. mit Piken. Da müsst ihr euch das morgen mal anschauen, noch das Gefecht, wie das da gemanagt wurde gegen Piken. So, jetzt entsteht hier natürlich langsam eine Überzahl durch die Karthager, die sie hier schamlos ausnutzen mit dem Charge selbst von leichter Kavallerie in den Rücken von Piken. Dadurch ist diese ganze Pikenformation jetzt hier ziemlich im Stress. Auf der anderen Seite jetzt hier die nächste Einheit Schockkavallerie in den Rücken von diesen Piken hier. Auch ziemlich stressig jetzt natürlich. So, was macht er jetzt hier? Jetzt zieht er sich erstmal kurz zurück. Ich glaube, er greift jetzt wahrscheinlich entweder bald, würde jetzt hier angreifen, da oder tatsächlich den gegnerischen General in Ordnung. Ja, der General hier wurde bisher auch wirklich nur verarscht, kann man so sagen. Der ist auch nur am Rumrennen und diesen hinter den nubischen Kavalleristen am Herrennen. Und jetzt kommt es natürlich hier zum Cavalry Charge mit allem, was Chromio hier hat, greift der Pumas General an. Der natürlich ja, relativ gut standhalten kann. Jetzt wurde hier auch noch die Peitsche eingesetzt. Und ja. Raised Banner hat er ja auch noch eingesetzt. Piken Phalanx, Raised Banner, das Melee Defense stärkt ist, haben wir gerade eben noch schnell gelesen. Also es werden hier tatsächlich von Puma alle Fähigkeiten eingesetzt, die man so einsetzen kann, um hier länger durchzuhalten. Aber es sieht natürlich echt relativ schlecht aus, muss man ganz klar sagen. Pikenträger sind halt einfach relativ unflexibel. Hätte er jetzt mehr Einheiten davon gehabt, also mehr Piken und sich irgendwo besser aufgestellt, also hätte er tatsächlich ein komplettes Quadrat bilden können damit, ja, also hätte er keine Kavallerie gehabt, sondern nur diese Piken, dann wäre es interessant geworden, wie viele diese numidischen Kavalleristen, meine ich, hätten töten können von seinen Piken, bevor er hätte tatsächlich angreifen müssen. Wäre spannend gewesen, wobei man sagen muss, 3 Einheiten numidische Kavallerie sind natürlich schon eine Hausnummer. Also da hätte er einiges töten können von seinen Piken. Ganz klar. Aber man sieht auch eben hier, obwohl diese Piken hier massiv unter Druck stehen, haben sie hier fast eine Einheit karthagische Infanterie jetzt gleich getötet. Das spricht natürlich auch für sich, was es bedeutet, wenn man einen Nahkampfangriff frontal auf Speerträger ausführt. Ist einfach nicht so schlau, ganz klar. Ja, also von dem her war es schon in Ordnung, dass Chromio frontal angegriffen hat, aber auch nur deswegen, weil er ja eben diese Kavallerie dann hatte und auch übrige Einheiten einfach hatte, die dann angreifen konnten. Das war der einzige oder das war das einzig Gute an der ganzen Sache. Warum Puma sich jetzt hier nicht nochmal andersrum aufstellt oder so, verstehe ich nicht. Da hätte er diesen Kavallerieangriff gut abfangen können mit. So natürlich nicht. Aber die Schlacht ist eh so ziemlich gelaufen. Aber ich finde trotzdem ist es immer wichtig, noch weiter zu kämpfen, weil man möchte ja vielleicht noch einen Pyrrhus-Sieg rausholen. Das ist ja vorteilhaft, wenn man das machen würde. Da noch ein bisschen weiter kämpft. So. Es kämpft hier noch eine Einheit Thorax-Piken, eine Einheit Leibwache des Generals, also makedonische königliche Garde. Aber auch nicht mehr so wirklich. Mit vollem Einsatz. Geben sich ihrem Schicksal hier hin. So. Dann können wir das noch fortspulen. So, genau, Hammer. Gut, dann haben wir hier ein Schlachtergebnis. Wir schauen uns natürlich jetzt mal noch kurz den Kill,
Also Kill, Dings hier, was weiß ich, wie heißt der, Verlust der Tötungskoeffizienten an. Von Puma gegen Chromio. Puma hat einen von 0,65665 und Chromio einen von 0,3435, also klar, einigermaßen klar, außerhalb der 0,4 bis 0,6. Daher 3 Punkte für Chromio, 0 Punkte für Puma. Damit siedelt sich natürlich Chromio jetzt auch im Mittelfeld an, was natürlich echt schön für ihn ist. Schade für Puma gelaufen, wenigstens einen Punkt hätte er vielleicht raushauen können, noch leider nichts geworden. Ja, man sieht hier auch an den Verlusten, also fast alle von Puma sind hier gestorben. Einige, ja, ungefähr die Hälfte, sagen wir mal. Ein bisschen mehr als die Hälfte sogar von Chromio sind hier gestorben an der Stelle, aber trotzdem fand ich es eine interessante Schlacht. Vor allem, ja, man sieht hier einfach die Einheiten, die tatsächlich auf die Piken zugerannt sind, haben hier kaum noch Leute übrig. Diese Einheit mit dem einen Kill sieht man hier auch, sind eben die, die gegen diese Speerwerferreiter gekämpft haben. Die konnten da wirklich nichts machen und hatten da extreme Probleme. Und auch an diesen Peltasten hier mit 41 Kills sieht man, was das schon gegen Speerträger, gegen Feindliche ausrichten kann. Weil mit denen hat er ja gegen diese afrikanischen Piken ab und zu mal geworfen und das sieht man hier auch ganz krass natürlich. Ansonsten war die Kavallerie natürlich ein bisschen fehlmanövriert von Puma ab und zu mal. Und ja, die Überzahl von den karthagischen Truppen am Schluss eiskalt ausgenutzt, der Chromio, gut gemacht an der Stelle. Und ja, an der Stelle würde ich auch sagen, sehen wir uns morgen wieder. Wie gesagt, um 12 Uhr mit dem letzten Gefecht des zweiten Spieltages, um 15 Uhr dann mit meinem Rückblickvideo zum zweiten Spieltag und dann am Sonntag eben, wie gesagt, um 12 Uhr mit Maledials Liga-Tagebuch und um 15 Uhr mit dem ersten Gefecht zum dritten Spieltag. Danke, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns wieder morgen. Ciao, Leute.